Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder ein tolles Unboxing-Video für euch und zwar für die Fairybox Dezember. Alle nötigen Informationen zur Fairybox, wie das Ganze funktioniert, habe ich euch schon mal erklärt. Und zwar könnt ihr da unten in der Infobox bei mir reinschauen, da verlinke ich euch das Unboxing der Fairybox März. Und genau, da bekommt ihr dann alle nötigen Informationen dazu. So, hier haben wir wieder das Kärtchen, wo alle Sachen draufstehen, die hier drinnen sind. Genau, die Fairybox hat immer so einen Wert von um die 50 Euro. Hier sind es jetzt 55,15 Euro. Und ihr bezahlt nur mit Versandkosten um die 20 Euro. So, wir haben hier wieder 1, 2, 3, 4, 5 Produkte in der Fairybox. Plus hier vorne noch ein Weihnachtsgoodie. Bin ich schon gespannt. Und genau, 4 Produkte von den 5 sind vegan und 1 nicht. Da ist dann wahrscheinlich Bienenwachs oder ähnliches drinnen. Ja, so, ich werde das Ganze jetzt mal öffnen. Dann werden wir da mal zusammen reinschauen. Oh, es ist hier sogar weihnachtlich dieses Mal verpackt. Ist auch sehr schön. Es ist auf jeden Fall sehr viel hier enthalten in der Dezemberbox. Bin ich wirklich mal gespannt, zumindest sehr große Sachen anscheinend. Ich fange an mit einer Starbox, ein Eyeshadow mit Amber. So sieht die Verpackung aus, sehr niedlich. Es sieht aus wie eine kleine Ringschatulle. Von der Marke habe ich auch schon einige Sachen getestet. Da gab es schon zum Beispiel einen Lippenstift, der war da mal drin in der Fairybox. Sieht richtig schön aus von der Verpackung. Jetzt nehme ich das Ganze mal raus. Ihr könnt die Verpackung sogar noch zum Verschenken verwenden. Und zwar ist das hier ein kleiner Silberglitzer-Lidschatten. Ich mache den mal vorsichtig auf. Ich glaube, das ist nämlich putrig. Ja, also richtig ein Pulver-Lidschatten, der so richtig schön jetzt für Weihnachten und Silvester genau gemacht ist. Ich versuche das mal ein wenig drauf zu machen, aber ich glaube, das hält nicht so gut ohne Eyeshadow Base. Ich habe mir das jetzt mal hier drauf gegeben. Ich hoffe, man kann was erkennen. Also hier am Finger und hier am Handrücken. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Farbe. Also richtig schön silber. Sehr gut pigmentiert. Ich muss mir das Ganze nur schnell sauber machen. So, meine Finger sind wieder einigermaßen sauber. Finde ich richtig schön, vor allem jetzt weihnachtlich. Und hier hinten steht auch immer die Beschreibung dabei. Der ist vegan, der Lidschatten, würde 12,95 Euro kosten. Genau. Hier steht auch, dass man die Farbe einfach nur tupfen soll und auftragen soll mit streichenden Bewegungen. Ist auch schön fürs Innere vom Auge, für den Augenwinkel, was ich zum Beispiel, wenn ihr mich kennt, eigentlich immer mache. Bei mir ist das jetzt gerade schon ein bisschen weg. Also ich habe jetzt nicht den hier dran genommen, sondern den ich immer nehme. Aber es ist auch ein tolles Highlight, wenn man sich das hier ins Innere hineintupft vom Augenwinkel. Und hier steht auch perfekt für die Weihnachtsstimmung. Finde ich toll, werde ich auf jeden Fall die Tage jetzt auch mal ein Make-up draus zaubern. Wir machen weiter mit, was habe ich hier? Einer Handcreme. Die Marke war auch schon öfter in der Fairybox, die ist sehr, sehr gut. Und auch vegan, richtig? Ja. Das ist auch eine vegane Handcreme. 75 ml sind da drin. 8,95 Euro würde die kosten. Mit Papaya und Jojoba. Für trockene, strapazierte und Neurodermitis belastete Hände. Ist auf jeden Fall gut. Jetzt schaue ich mal, wie das Ganze riecht. Es hat noch einen extra Verschluss. Ich mache das Ganze mal auf. So sieht die Creme aus. Jetzt gebe ich mir das, also wie gesagt, auf den Handrücken, weil ich sowieso sehr trockene Hände. Ich hoffe, man sieht das in der Kamera nicht. So schlimm, also seit über einer Woche sind die wirklich sehr trocken. Da kommt die Handcreme auch super gelegen. Mhm. Riecht, oh, die riecht aber sehr lecker. Also wirklich so fruchtig nach Papaya. Finde ich sehr angenehm. Also werde ich jetzt dann auf jeden Fall verwenden. Und genau, pflanzliche Wirkstoffe aus Baobab, kenne ich gar nicht. Jojoba und Papaya verleihen der Haut neue Geschmeidigkeit, Regeneration und natürlichen Schutz. Finde ich sehr toll. Ist auch geeignet für das Nagelbett. Ihr könnt euch da auch die Nagelhaut eben einreiben beim Hände, einschmieren. Genau, so sieht die aus. Also der Duft ist wirklich sehr, sehr gut. So, kann ich glaube ich auch jetzt schon empfehlen. Ja,
wer Papaya-Duft mag und die Marke ist wirklich richtig gut, da habe ich jetzt schon ein paar Sachen ausprobiert. Wir machen weiter. Was nehme ich denn da raus? Oh, das sieht schön aus. Dein aktivierender Orangenduft. So sieht das Ganze aus. Aber eine richtig schöne Verpackung. Also das sieht schon so schön verpackt aus, als ob man es zum Nikolaus oder Weihnachten verschenken könnte. Richtig toll. Jetzt muss ich mich. Ah, von Tao Oasis. Da hatte ich auch schon einige Produkte. Jetzt muss ich mal kurz hier gucken, was das ist, bevor ich das aufmache. Genau, ist auch vegan, 9,90 € ein Orangenduftset. Der fruchtige, ich mache das erstmal auf, was drin ist. Also auf jeden Fall ein Duftset, dann denke ich mal, also Raumduft, genau. Jetzt fällt es mir wieder ein, da habe ich schon zwei Raumdüfte getestet. Sind auch beide in Verwendung immer abwechselnd. Das eine war eher so ein Sommerduft, das andere ist jetzt für den Winter. Und zwar ist hier ein kleines Fläschchen drinnen, also Orangenduftaroma. Ich rieche mal dran. Das sind ja 100% natürlich euer. Also das riecht wirklich wie frisch ausgepresster Orangensaft. Finde ich sehr angenehm im Geruch. Es ist auch vegan und genau, keine Schadstoffe drinnen. Und dann ist hier noch so ein kleines Döschen dabei. Und da stand nämlich drauf, dass man da die Tropfen. Oh, das sieht schön aus. Okay, das riecht natürlich nicht. So sieht das aus. Hier ist so eine kleine Blume drinnen. Und auf diese Steinblume soll man dann ein paar Tropfen, hier steht alles drauf, ein paar Tropfen auf diesen 8 bis 10 Tropfen, genau, hier drauf geben. Und dann könnt ihr das wohin stellen und das gibt dann einen tollen Raumduft ab. Werde ich auf jeden Fall jetzt ausprobieren. Vor allem Orangenduft im Winter ist ja auch immer super angenehm. Oder auch zum Verschenken finde ich das Set auch schön. Also wenn ihr noch ein Geschenk sucht, vielleicht gibt es da auch, denke ich mal, noch andere Düfte außer Orange. Und finde ich toll, schaut da gerne mal online vorbei bei Tauasis. Und die haben da bestimmt noch mehr Düfte. Und es ist wirklich richtig schön, so als kleines Weihnachts- oder Nikolausgeschenk, wenn noch jemand was sucht. Dann machen wir weiter. Was habe ich noch? Ah, die Marke kenne ich auch. Da verwende ich nämlich gerade aktuell was. Und zwar von Fitne genau, eine Ringelblumensalbe. Ringelblume ist ja sehr gut. Ich glaube, das ist so eine dickcremige Konsistenz dann. Die pflegt also richtig rissige Haut, beanspruchte Haut. Olivenöl ist dabei. Genau, Eucalendula-Ringelblumensalbe. Und die Ringelblumensalbe ist nicht vegan, würde 7,95 € kosten und 75 Milliliter sind drinnen. Ich werde das Ganze nochmal öffnen. Jetzt habe ich mir die eine Hand schon eingerieben. So sieht es aus. Ich werde das Ganze jetzt mal aufmachen. Okay, hier ist auch ein Verschluss drauf. Riecht sehr angenehm. Die Creme ist, oh, die ist also sehr dick. Cremig auf jeden Fall. Ich zeige euch das Ganze mal. So sieht es jetzt aus. Und wie man vielleicht sieht, also ja, da müsst ihr nicht viel auftragen. Ist jetzt auch gut für die Haut, aber ich hoffe, dass es jetzt nicht gelb bleibt. Ich muss das mal ganz schnell gut verreiben und abtupfen, weil die ist wirklich sehr feuchtigkeitsspendend. Die macht die rissige Haut sehr gut weg. Also wer Ringelblumensalbe kennt, weiß das wahrscheinlich. Ja, riecht nach Calendula. Wie eine Ringelblumensalbe riecht. Super gut und die Marke kann ich wirklich nur empfehlen. Da verwende ich nämlich jetzt, das war in einer anderen Fairy Box mal drin, aber nicht in der letzten oder vorletzten, ich glaube schon ein bisschen, ein paar Monate her. Ich habe die nur noch nicht verwendet, weil ich nämlich noch eine andere Gesichtscreme hatte, die ich erstmal aufbrauchen musste. Und zwar war das auch, wie gesagt, von Fitne eine basische Gesichtscreme. Und diese basische Gesichtscreme, ich glaube, die war vegan. Die basische Gesichtscreme verwende ich jetzt so seit circa 2,5, 3 Wochen täglich, morgens und abends für mein Gesicht. So, ich hoffe, man sieht jetzt das Gelbchen nicht mehr. Und genau, die basische Gesichtscreme verwende ich jetzt jeden Morgen seit circa 3 Wochen und am Abend für das Gesicht. Und die ist wirklich super gut. Deswegen denke ich mal, ja, wird die auch genauso gut sein und auch der Haut helfen. Strapazierte Haut. Also auch ein sehr gutes Produkt. Dann haben wir hier ein Naturhydrolat Zitronenmelisse. Ich zeige euch das mal. Das ist ein Glasfläschchen, also auch schon mal sehr gut mit einem Pump-Verschluss.
Sprüher. So sieht das Ganze aus. Ich muss mal kurz gucken, was das ist. Und zwar, das ist vegan, würde 10,50 Euro kosten. Dieses frische, leicht zitronenduftende Pflanzenwasser beruhigt den Geist, erfrischt die Sinne und stärkt die Abwehrkräfte. Das Hydrolat wirkt antiviral, antibakteriell, entzündungshemmend, krampflösend und hautberuhigend. Man kann es anscheinend vielseitig einsetzen. Man kann es zum Beispiel bei Nervosität oder bei Einschlafstörungen verwenden. Oder wenn man denkt, man hat jetzt eine anbahnende Erkältung, dann kann man das nämlich, also ihr könnt das äußerlich, innerlich, genau, äußerlich und innerlich anwenden. Warte mal, ich lese das mal. Habe ich nämlich auch schon mal gehört. Und zwar zur Stärkung der Abwehrkräfte könnt ihr als alkoholfreies Tonikum zweimal täglich, also ihr könnt davon 4 Sprühe in den Mund, also in den Mundraum hineinsprühen. Dann stärkt das die Abwehrkräfte, aber auch bei Halsweh oder bei Herpes könnt ihr das einfach auf die betroffene Stelle drauf sprühen und einwirken lassen. Außerdem auch ganz normal als Gesichtswasser könnt ihr das auf ein Wattepad, auf ein Kosmetikpad drauf sprühen und euer Gesicht damit dann reinigen. Genau. Oder einfach nur zur Erfrischung auf das Gesicht, dass ihr es euch einfach nur so drauf sprüht, Dekolleté oder an das Handgelenk, könnt ihr das auch aufsprühen. Also es ist wirklich vielseitig. Ich probiere das jetzt mal aus. So, also so sieht das aus. Sprühe ich mir das hier mal zweimal drauf. Reibe das mal an wie Parfum. Ja, es riecht nach Zitronenmelisse ganz normal. Und auf jeden Fall, wenn ihr da zum Beispiel Einschlafstörungen habt oder nervös seid, könnt ihr das euch einfach auf die Handgelenke reiben, wenn ihr dann im Bett liegt. Genau, sollte man da anscheinend gut schlafen können. Werde ich mal demnächst ausprobieren, wenn ich wieder Schlafschwierigkeiten habe. Finde ich super, dass das vielseitig einsetzbar ist. Wie gesagt, für verschiedene, für innere, für äußere Anwendungen. Finde ich gut. Werde ich mal testen und euch ein Feedback geben. So, dann kommen wir zum letzten Produkt. Das ist dieses Goodie. Habe ich mich schon gesehen hier vorne natürlich beim Lesen. Das ist ein Tee-Adventskalender. Der würde 4,90 Euro kosten. Und der Tee-Adventskalender hat anscheinend 24 Teebeutel drinnen. Und ja, das sieht richtig schön aus. So sieht der Tee-Adventskalender aus von Lebensbaum, Natur und Mensch. Ja, also der Adventskalender würde 4,90 Euro kosten und hat, wie gesagt, 24 Teebeutelchen, also für jeden Tag eins. Jetzt muss ich nur mal gucken, wie ich das Ganze öffne, ohne es kaputt zu machen. Ist mir nämlich hier vorne leider gerade eingerissen, als ich das versucht habe. Und zwar könnt ihr das einmal, ich habe es jetzt noch gar nicht gesehen, hier öffnen. Oh, das war richtig schön. Also ihr öffnet den. Dann sieht das Ganze so aus. Also auch richtig schön vom Packaging, finde ich. Und genau, dann steht hier unten, bitte hier öffnen. Dann glaube ich, reißt man das jetzt. Ich hoffe, ich mache das richtig. Ja, man reißt das. Ach, hier. Okay. Ist ein bisschen knifflig. Ist ein bisschen knifflig. Dann reißt man das hier hoffentlich besser als ich, damit es nicht ganz kaputt geht, weil das sieht ja so schön aus. Also ihr könnt ihn aufstellen, ich habe ihn jetzt leider kaputt gemacht. Also ich bin sehr enttäuscht, dass ich ihn kaputt gemacht habe, aber es ging nicht anders. Also eigentlich zum Aufstellen stellt ihr den irgendwo in die Küche oder ins Wohnzimmer. Und dann öffnet ihr hier unten die Klappe. Genau. Und aus der Klappe kommen hier unten dann Stück für Stück die verschiedenen Tees. Wie gesagt, einer pro Tag. 24 verschiedene sind drin. Dann könnt ihr die Klappe auch wieder zumachen. Und habt ihr so einen schönen Adventskalender zum Hinstellen. Und könnt euch jeden Tag einen Teebeutel ziehen. Ich ziehe mir mal an. Ah, guck mal, das ist richtig niedlich. Ein Janosch Süßschnabeltee. Ist ja auch also richtig niedlich. Kenne ich ja noch aus der Kindheit. Ich ziehe mal den nächsten. Wir haben nämlich jetzt eh schon den 4., glaube ich. Genau, wir haben heute den 4. und das Video kommt heute auch noch online. Genau, dann wäre das hier Nummer 2 zum Beispiel. Nummer 3. Hoppala. Also ich kann mir quasi jetzt schon heute 4 Tees machen. Da auch schon der 4. ist. So. Also ganz verschiedene. Den 5. nehme ich natürlich jetzt noch nicht. Und genau, da könnt ihr dann immer euch einziehen. Und ich hoffe, dass wenn ihr den habt, dass ihr den dann auch besser oder vorsichtiger aufmacht als ich jetzt. Damit ihr dann dieses schöne Motiv auch noch habt. Und immer wieder die Klappe öffnen könnt, jeden Tag. Also finde ich richtig toll. Auch als Geschenkidee ist das ja super. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen.
Lasst mir sehr gerne ein Abo da. Ich verlinke euch auch vom Fairybox-Team, Instagram-Account, Webseite. Lasst auch da gerne ein Abo da, beziehungsweise folgt gerne dem Fairybox-Team. Ja, folgt denen gerne auf Instagram, natürlich auch mir. Ich habe euch unten alle Accounts, Webseitendaten und das März-Unboxing von mir unten verlinkt. Da habt ihr dann die ganzen nötigen Informationen noch. Bis zum nächsten Mal.